Zuhörers, herzlich willkommen in der zweiten Folge von der Reihe Wie mache ich meinen Stall winterfest? Heute geht es um das Thema Trail. Das heißt, was ist ein Trail? Wozu ist ein Trail da? Wie baut man einen Trail? Was sind die Go's und No-Go's in einem Trail? Und vor allem, was bringt mir ein Trail, wenn ich diesen im Winter baue? Ein Trail oder ein Track ist quasi ein, wie man es hier sieht, ein breiter Streifen rund um eine Koppel herum, in der sich die Pferde frei bewegen können. Wir wissen es alle, Winterzeit ist Paddockzeit, die Pferde stehen unendlich viel in den Paddocks, sie sind unausgelastet, sie sind am Reitplatz dann kleine Arschlöcher, weil sie halt einfach ihre Bewegung loswerden wollen und es macht nicht immer sonderlich viel Spaß, wenn Pferde, also Lauf- und Bewegungstiere, zu wenig Bewegung abbekommen und dann das Ganze im Reitplatz an uns auslassen. Ich glaube, dass dafür ein Trail nämlich eine ganz eine gute Lösung ist, ja? Weil es ist klar, Stallbesitzer wollen die Pferde im Winter nicht auf die Koppeln lassen, weil wenn man die Koppel gut pflegt und sich gut darum kümmert und die Pferde laufen im Winter drüber, ihr wisst es alle, nach spätestens 3 Wochen ist es ein riesiges Gatschloch und da wächst nie wieder Gras drauf. Deswegen ist ein Trail eine gute Alternative. Was ist der Sinn von einem Trail? Der Sinn von einem Trail ist, wie gesagt, schon mal die Bewegung. Das heißt, man kann, wenn man einen Trail richtig gut nutzt, Pferde auch im Winter aktiv in Bewegung halten. Also quasi durch einen Trail kann man sich einen Aktivstall selbst bauen. Ich habe das so konzipiert, dass ich 2 Stallhälften habe. Also ich habe 2 Offenstallhälften, die voneinander getrennt sind. Das heißt, hier habe ich eine Futterstation und hier habe ich eine Wasserstation. Die ist Luftlinie vielleicht 15 Meter voneinander entfernt, aber ich habe diese 15 Meter mit einem Elektroband dazwischen durchtrennt. Das heißt, die Pferde müssen, wenn sie jetzt zum Wasser wollen, vom Futter weg, müssen sie den ganzen Weg hier hinaus in den Trail entlang um die Koppeln herumgehen und dann wieder zurück, damit sie zum Wasser können. Und genau das Gleiche dann natürlich auch umgekehrt. Das heißt, ein Trail ist eine Möglichkeit, Pferde einfach auch im Winter wie im Sommer super in Bewegung zu bringen und dabei aber trotzdem noch die Koppeln zu schonen. Was muss man beachten bei einem Trail? Wichtig ist natürlich die Breite. Ja, also ein Trail sollte nicht zu schmal sein. Gerade in Ecken oder Kanten bedenkt, dass Pferde schon schneller mal auch rausrutschen können, wenn der Trail nicht befestigt ist. Oder auch wenn sie rangeln, dass sie wirklich genügend Platz haben. Ich würde die Breite eines Trails, also meiner ist irgendwo zwischen 4 und 5 Meter. Ich würde die Breite eines Trails auch ein bisschen abhängig machen von der Anzahl der Pferde, die da durchlaufen, von der Rasse, von der Beweglichkeit und von solchen Faktoren. Ein Trail kann natürlich auch befestigt sein. Die Befestigung eines Trails ist aber natürlich auch sehr kostenintensiv. Eine super coole Alternative, um am Trail quasi relativ günstig zu befestigen, ist, dass ihr nicht den ganzen Trail schottert, sondern dass ihr nur einen Streifen von circa 1 Meter nehmt. Ihr seht es ja immer wieder auch auf Almen, dass Rinder so Serpentinenwege machen. Das machen Pferde auch. Also Pferde haben auch ihre Trampelpfade, in denen sie sich immer gleich bewegen. Bietet man ihnen also quasi nur einen halben oder 1 Meter breiten Weg an, an dem sie entlang laufen können, ist das schon eine super Sache, dass sie wirklich immer da quasi gatschfrei laufen können. Das kann man machen mit Kunstrasen, das kann man machen mit Paddockplatten, das kann man machen mit Gesteinsmaterial, also mit Schotter. Also da könnt ihr sehr kreativ sein und das machen, was euch quasi am günstigsten kommt. Zu bedenken ist natürlich aber trotzdem, dass wenn ihr Gesteinsmaterial nehmt, dass nicht alle Pferde das so gut verkraften. Also viele Pferde haben auch Hufprobleme und das Klassische ist, die Leute holen die Eisen runter, weil jetzt ist Winter, jetzt mache ich nichts mehr und die Pferde können auf dem gefrorenen Boden nicht mehr laufen. Ich habe vor 2 Jahren das auch ein bisschen verpasst oder verabsäumt. Ich habe ein Pferd mit einer sehr, sehr dünnen Sohle und habe die im Winter dann einfach in den Trail rausgeschmissen, habe mir nicht sonderlich viel dabei gedacht. Mein Trail ist nicht befestigt, dementsprechend entstehen da richtig große Gatschmulden, ja, die, wenn es so warm ist wie heute, sind ja überhaupt kein Problem. Aber sobald es auf die Minusgrade zugeht und diese Dreckklumpen gefrieren, wären die wie scharfkantige Steine. Und meine Stute damals, der war das einfach zu viel. Die konnte dann durch diese dünne Sohle sich nicht adäquat bewegen. Ja? Und jede Bewegung hat ihr wehgetan. Das ging so weit, dass ich sogar eine Sohlenlederhautentzündung gehabt habe. Das heißt, bedenkt bitte, wenn ihr einen Trail baut, auch wenn die Pferde da quasi, auch wenn es nicht befestigt ist, wenn es gefriert, wird das richtig, richtig, richtig hart. Und manche Pferde brauchen einen Hufschutz. Da gibt es wunderbare Klebebeschläge, die wirklich den ganzen Winter super halten, wo man dann einfach alle 5 bis 6 Wochen einen neuen Klebebeschlag drauf macht. Das mache ich zum Beispiel selber. Also ich brauche da nicht mal wenig, klebe meinen Pferden die Hufe selbst mit Kunststoffbeschlag und dann kann man die wunderbar in den Trail hinauslassen. Zusammengefasst, was ist jetzt der Vorteil von einem Trail? Also wir schonen die Koppeln, das ist einmal wahnsinnig super. Pferde bleiben aber dennoch in Bewegung, das heißt, ich kann sie im Winter dennoch irgendwo hinschicken.
Ich kann Futter und Wasser voneinander trennen, sprich wieder Bewegung. Und was man auch wunderbar machen kann, ist, man kann in Trails auch Tore einbauen. Schaut euch das erste Video an, weil da geht es um automatische Tore. Ihr könnt in einem Trail jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich teile den Trail sogar nochmal auf, baue dazwischen eins von diesen automatischen Toren auf, die ich euch im vorigen Video gut gezeigt habe. Die gehen ab einer gewissen Uhrzeit auf und dann erst können die Pferde quasi weiter in einen nächsten Trailabschnitt, in dem sich zum Beispiel Heu oder Stroh oder irgendwas Besonderes befindet, dass die Pferde gerne knabbern. Das heißt, wenn ihr Pferde habt, die trotz einen Trails nicht gern hinausgehen, die trotzdem an der Futterraufe bleiben, automatische Tore sind eine super, super Möglichkeit. Und wenn ihr anfangt, Futterplätze und Fressplätze ein bisschen zu verteilen. Also ich verteile immer wieder am Anfang auch im Trail irgendwo Heu, damit die Pferde sagen, oh, es zahlt sich aus, einmal da ganz nach hinten zu dem Wald zu gehen. Und was ich als Trainer als wahnsinnigen Vorteil sehe von so einem Trail ist, dass Pferde auch lernen alleine. Also ich sehe es gerade da unten, das passiert jetzt gerade. Ich kann es gerade nicht rüberschmecken mit der Kamera, aber einer von meinen geht jetzt gerade weg von der Herde und geht jetzt da hinten alleine zum Wasser rauf. Und genau das ist echt eine super Sache. Also als Pferdetrainer sehe ich das als mega Vorteil, dass Pferde lernen auch alleine, ohne die Herde mal zu sagen, okay, ich gehe mal weg, weil ich habe jetzt Durst und ich gehe mal rüber zum Wasserloch. Ich gehe den ganzen Weg da zum bösen, dunklen Wald, einmal rundherum und gehe zum Wasserloch. Somit können die Pferde auch lernen, sich etwas von der Herde abzusplitten und nicht immer die Herde brauchen, um sich sicher zu fühlen. Also es gibt jede Menge Vorteile, die so ein Trail mit sich bringt. Ich finde, es ist relativ cool. Man muss es nicht unbedingt befestigen. Ja, es ist ein Gatschiger, klar, die Pferde schauen ein Gatschiger aus, ja, aber hey, ein dreckiges Pferd ist ein glückliches Pferd und ich schicke meine Pferde lieber draußen den Trail abbuckeln, als dass die das mit mir am Reitplatz machen. Ja, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir Likes oder kommentiert. Ich habe jetzt schon so viele Anfragen von euch bekommen. Ich finde es so geil. Es freut mich echt wahnsinnig, weil voll viele Leute haben schon Fragen gestellt. Wie baust du das? Wie baust du das? Wie baust du das? Schickt mir weitere Fragen. Also die motivieren mich natürlich dazu, Videos zu machen. Die motivieren mich, neue Themen aufzugreifen. Wir haben jetzt schon das Thema automatische zeitgesteuerte Tore. Jetzt kommt eben als nächstes kommt das Thema beheizte Wassertränke. Heute ist das Thema Trail und ich möchte noch weitere Themen machen. Also es sind nur Anfragen gewesen wegen zeitgesteuerten Futterraufen. Die würde ich euch auch gerne zeigen. Und es kamen noch ganz, ganz viele Fragen bezüglich Befestigung, Paddockplatten, Kunstrasen, was ist sinnvoll. Also wenn euch das auch interessiert, dann likes einfach dieses Video. Oder geht's gleich auf meine Facebook-Seite und abonniert die, weil dann sagt Facebook, okay, das Thema interessiert euch und dann kriegt ihr diese Videos immer wieder vorgeschlagen. Also wir haben schon eine Reichweite von 45.000 allein nur mit dem letzten Video aufgebaut. Ja, ich sag mal danke, das freut mich wahnsinnig, dass so viele Leute dieses Video cool finden. Stellt mir weiter Fragen, also es motiviert mich voll, dass ihr jetzt wissen, wie viele tausende Fragen schon kriegt, aber stellt mir ruhig weiter Fragen, schreibt mir Privatnachrichten, schreibt in die Kommentare rein, teilt das Video mit Freunden und mit Stallbesitzern und vielleicht finden einige von euch hier einfach Lösungen, kostengünstige Lösungen, um ihren Stall ein bisschen aufzupeppen. Das ist der Sinn des Ganzen. Die Videos bleiben weiterhin kostenlos, vollkommen klar. Also überhaupt kein Thema. Und ja, seid dabei, würde mich wahnsinnig freuen. Passt. Danke, Baba!